Ja, genau, hier sind du. Göttin der Weisheit und der Game Crashes. Genau, das berichtet mir doch. So, die lassen wir gehen. So. Dann gucken wir noch mal. Die beiden Sachen zu dir. Brandsalbe, das zu Gladys. Mein Atem geht ruhig. So. Die Pfeile zu Vorgrim. Sprich, Freund, das bin ich. Das hier aufräumen, da ist nichts mehr zum Aufräumen. Vorgrim hat auch nichts mehr, was aufgeräumt gehört. Nee, alles gut soweit. Folgt mir. So, da packen wir jetzt großer Heiltrank, Antidot, Einbeersaft, Klugheitselixier. So. Gut. Und hier die Ringe. Dieses Haus ist riesig. Hier könnte man eine kleine Armee unterbringen. Genau, Dieser Rolana. kleine, bärtige Mann hat merkwürdige Ideen von Gastfreundschaft. Okay. Ah ja, das Drachenblut muss in die Alchemiestube. So, Harpienfedern. Da können wir nochmal Pfeile draus machen, wenn wir sie dann brauchen. So. Also raus hier. Wir haben zum Glück nicht viel Zeit verloren. BS crasht jetzt gleich wieder, dann heul ich. So, ein Quicksave machen. Und ja, ich weiß nicht, wie man an den Bootshändler rankommen soll, der da oben steht. Gut, das heißt jetzt nach Furmansheim, jetzt machen wir mal die Quest. Das wäre auch voranschreitend in der Story. Auch wenn es mich in den Fingern juckt, mich überall umzusehen, was die Modmacher so eingebaut haben. Also ja, es gibt schon mal wieder Betrunkene in Fuhrmannsheim. Irgendwas hier können wir einschlagen, ein Holzfass. Und ja, der Stand ist immer noch leer. Und hier wird es rausgehen zum Fürstentum Kosch. Die haben jetzt aber nicht dafür gesorgt, dass auch Fässer nachwachsen, oder? Ja, so doof es klingt. Aber hier scheint noch ein Fass zu stehen irgendwo, das man einschlagen könnte.
Ja, da steht ein Holzfass. Oh, die sind gut versteckt. Kein Wunder, dass wir die nicht gesehen haben. Na, ist aber nur Wirselkraut. Ja, das fährt doch kein Quellwasser. Seife und ein bisschen Geld. Mein Atem geht ruhig. Also nichts Besonderes. So, ich schätze mal, wir müssen mit dem Stadtgardist reden, um in das Versteck der Schwarzaugen reinzukommen. Halt! Ja. Ich muss im Auftrag der Vogt die Nachforschung anstellen. Lasst mich bitte Wenn ein. Wenn das so ist, natürlich. Gut. So, wir sind versteckte Schwarzaugen mal wieder. Da waren wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, hier ist auch nicht viel drin, weil das meiste haben wir ja geklaut. Und wahrscheinlich haben sie den Rest eh mitgehen lassen. Bei der Flucht. Hier liegt ein merkwürdiges Buch. Oh. Geheimnisvoller Schlüssel und zwei Anleitungen. Ja. Ich habe das Hauptquartier der Schwarzaugen durchsucht und dort einen Schlüssel gefunden. Es fehlt nur noch die Tür dazu. Ich habe im Lagerhaus der Schwarzaugen ein ausgehöhltes Buch entdeckt. Darum befand sich ein Schlüssel. Leider weiß ich nicht, was man damit aufschließen kann. Vielleicht kann mir Quano weiterhelfen. Mhm. Also ja, neue Rezepte. Hier. Verbesserter Dietrich. Schlösser knacken plus 8. Zwergenstark, Kohle und Diamantstaub. Ja, das hätten wir, wenn wir es brauchen. Und der hier macht Taschendiebstahl plus 4 statt plus 2. Also es kann sein, dass die Modmacher uns Sachen geben, Mann, hier wollte man eigentlich auch nicht wohnen. Hier von da oben drauf runter. Und hier hängt das ganze Fleisch herum. Schimmelt vor sich hin durch die Feuchtigkeit. Ist ja furchtbar. Also gut, raus aus dem Ding und zu Quano. Warum steht der Wirt hier draußen? Und sowas läuft bei dir rum. Ibram, du musst wirklich mal wieder sauber machen. Nun erzähl mir nicht, wie ich meine Schenke zu führen habe. Okay. Will ich nicht bei Nacht begegnen. Vielleicht hat der Magier es auch aus der Luft gezaubert. Magier sind mir eh nicht geheuer. Das fängt ja gut an. Ah, ihr kommt genau richtig. Wieso denn das? Was ist passiert? Und ob was passiert ist? Ein schreckliches Ungetüm hat sich in meiner Schenke breit gemacht. Ich konnte das Vieh gerade noch einsperren. Ungetüm, das müsst ihr mir näher erklären. Sein Magier kam damit in meinem Gasthaus, sei es nicht sauber. Und prompt zaubert er eine riesige Schabe hervor. Dann ist er einfach abgehauen und hat es mit dem Ding allein gelassen. Und mein Haar... Und wir hätten uns nicht mehr in Sicherheit bringen können. Bitte schlag dieses Vieh tot, bevor es sich noch befreit und meine Stammkundschaft auffrisst.
Wenn es weiter nichts ist, das haben wir gleich. Da hoffen wir mal, dass ihr auch so mutig seid, wenn ihr das Vieh gesehen habt. So aufgeschlossen habe ich. Reingehen müsst ihr schon selber. Wir halten hier draußen die Stellung. Okay, eine Scharbe in der Schenke. Ein Magier hat sich über die heruntergekommenen Verhältnisse der sanften Sau beschwert. Zum Beweis hat er vor Speckstein und seinen Gästen eine der zahlreichen Küchenscharben großgezaubert. Daraufhin verließ er fluchtartig die Taverne. Der Magier ist fort und Speckstein und seine Gäste trauen sich nicht mehr in die Schenke. Bringt die Scharbe zur Strecke. Ich muss das Ungetier schlagen, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Und sowas läuft bei dir rum. Der Dialog mit dem Wirt war jetzt nicht vertont. Was jetzt die Frage aufwirft, ist das eine alte Quest noch, die ich übersehen habe? Oder ist das wirklich eine neue Quest? Weil gut, das ist eine Riesenscharbe. Okay, sie hat ein paar Lebenspunkte. Meint ihr? Für alles klar. Das wird aber... Sprich, Freund. Sie ist aber hoffentlich nicht wundimmun. Nein, sie ist nicht wundimmun. Folgt mir. Kann die los. Das heißt, die haben wir schnell getötet. Ja. So. Ja, ich habe der Riesenschau den Chaos gemacht. Sauber machen muss Speckstein aber selber. Jetzt sollte ich Speckstein noch Bescheid geben, dass seine Schenke wieder sicher ist. Sonst steht er noch 3 Tage vor seiner Schenke und traut sich nicht hinein. Ja, müsste er das nicht spätestens dann merken, wenn ich wieder rauskomme, lebendig. Dass seine Schenke sauber ist. Ob das Rakorium war? Ist das Vieh tot? Mausetot. Ha, wusste ich's doch, auf euch ist Verlass. Hab vielen Dank für eure tatkräftige Hilfe. So, und damit ist Speckstein weg. Hat sich bei ihr was getan? Fische, frische Fische. Nein, sie hat... Oh, da war noch ein Amulett nicht identifiziertes. Amulett der Konstitution. Oh. Aufgepasst. Mut. Ah, Konstitution. Okay, also haben wir gerade 25 Dukaten, die wir aber eh haben. Rausgeschmissen. Tretet näher. Frische Fische erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. Günstig und gut ist das Gut. So, das heißt rein zu Kuano. Ja. In Fexens Namen tretet näher. Willkommen im Tempel des Fuchses. Nun, nur keine Scheu. Sprecht eure Wünsche ruhig aus. Die Vogtin hat mich beauftragt, Laris Wackernagel ausfindig zu machen. Ich komme gerade aus seinem Lagerhaus und habe dort diesen Schlüssel gefunden. Und jetzt wollt ihr wissen, wozu der gehört? Tut mir leid, da kann ich euch nicht helfen. Das ist schade. Könnte es vielleicht sein, dass er irgendwo hier in der Gegend einen geheimen Unterschlupf hat, falls er immer vor der Fehlschwäche verschwinden muss? Davon bin ich überzeugt. Wie ich Laris kenne, hat er dafür gesorgt, dass er im Fall der Fälle unauffindbar ist. Er könnte davon wissen. Seine engsten Vertrauten hat der vielleicht eingeweiht. Aber seitdem die Stadtwache nach ihm und seinen Leuten wegen der Niceback-Geschichte sucht, sieht man im Fuhrmannsheim keine Schwarzaugen mehr. Wenn ich es mir recht überlege, bleibt da nur Dana, die Schleuserin, die etwas wissen könnte. Sie hat der Geschäftsbeziehung mit den Schwarzaugen. Vielen Dank, da werde ich versuchen, etwas aus ihr herauszubekommen. Und ja, ich gebe jetzt keine Kommentare mehr über die Stimmen der Leute ab und die Wortwahl.
Ich bin einfach froh über die Mod. Sprich mit Dana, mal sehen, ob ich aus Dana etwas herausbekomme.